I'm an officer of the law, Allah. Weißt du, wie ich mein? Moin, Mädels! Moin, Jungs! Herzlich willkommen zurück zum Police Simulator Patrol Officer. Alex, jetzt spiel das scheiß Intro! Alarm! Alarm! Junge, das ist ja wohl sowas von auf dem Bürgersteig! Halt, stopp! Polizei! So, ja, beim letzten Mal sind wir rausgeflogen. Weil wir ein Auto, was über die Kreuzung mit noch normaler Geschwindigkeit in einem Bereich mit niedriger Geschwindigkeitsbegrenzung gefahren ist. Aber ja, das Spiel hat gesagt, nee, es gibt Minuspunkte. Ist auch egal. Wir machen das einfach nochmal. Angie? Alles gut? Der Laden ist sicher. Okay. Und wir haben, glaube ich, hier vorne die Straße gehabt. Da fahren sie immer schön schnell rein. Da waren wir letztes Mal. Und die Straße, die nehmen wir uns heute nochmal zur Brust. Wenn die jetzt hier mit 20 Sachen reinkommen, dann kriegen wir sie. Weil das Schild, ihr seht's, es ist nicht lesbar und es ist versteckt. Jetzt ist es lesbar. Ja. Zack, erwischt. Speedlimit 15. Ihr seht's nicht. Ich sitze auf der falschen Seite. Ich kotze. Transformation! So, 24,1 mph und 15 sind erlaubt. Zack, plus 10. Und hier bleiben wir jetzt stehen. Scheiße, ich hab voll rumgesaut. Alles nass. I'm an officer of the law and now you will drive too fast and I will catch your ass. Es sollte mein Werbeslogan werden. If you drive too fast, I catch your ass. In your air ass. Ja, 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 ja. Zu schnell gemeldet. Er hat abgebremst. Da hat man noch mal gesehen, der Kollege bremst ab. Aber der Kuschinski, der schreibt sich das auf. Und dann gibt's ein Knöllchen. Und dann wird gezahlt. Das ist doch ganz klar hier, hör mal. Ich bin doch hier nicht umsonst Officer geworden. Warum ist denn jetzt hier Stau? Ey, halt, stopp! I'm Officer Kuschinski! Ich bin nicht, ey! Ich bin nicht über eine rote Ampel gegangen. Aber du, so, halt, stopp. Unerlaubte Straßen überqueren! Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube aber für dich mit. Das gibt eine mündliche Verwarnung erstmal. Hä, wieso? Der ist immer rot. Hier, guck dir die Scheiße an. Das ist rot. Rote Hand heißt Stopp. Was macht er? Walkie, walkie. Hier, mit Handy auf der Straße, ne? Unverantwortliche Drecksscheiße. Oh, hier wird direkt Gas gepult. Oh! Einen drüber, den haben wir. Ich freue mich schon darauf, wenn ich hier mal mit dem wenn ich hier mal mit dem Police Car durch die Gegend fahren kann. Wir suchen uns nochmal einen anderen Corner. Da können wir noch ein Verbrechen beobachten. Hier, am Hydranten, ne? Am Hydranten. Abschleppwagen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Ja. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Alter, wie schnell der auch einfach da ist, Digga. Was, guckst du? Damit du genau weißt, was sich da erwarten tut. So, jetzt darf er natürlich nicht zu schnell fahren, ne? Du musst Vorbild sein. Leg mal das Handy weg, bitte. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ey, ich hab gesagt, Handy weg. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ey, lass das Handy weg. Zutreffende Beschreibung. Warte mal, hab hier doch so einen Bordcomputer, ne? Gibt's hier eine Wanted-List? Ist da hin? Ach, da hinten. Halt, stopp, Polizei! Alarm! Ich halte Sie an, weil Sie einem Phantombild ähneln. Da liegt eine Verwechslung vor. Alles gut. Einen schönen Tag. Scheiße. Aber nur minus zwei, das ist nicht so schlimm. Ah, zu schnell. Ja, also der Arbeitstag eines Polizisten, ihr seht es ja selber, da kann hier und dort einfach mal ein bisschen eintönig werden. Aber da muss man als guter Beamter auch drüber stehen, ja? So, und jetzt hole ich sie mir hier alle. Ey, nee. Ah, den habe ich doch noch bekommen. Zack. Auch noch genommen. Jetzt hier, guck mal hier. Fahrsicherheit geht vor. Da haben wir doch den das Achievement. Da haben wir es doch. Oh, der ist schnell. Ah, den haben wir direkt nochmal mitgenommen. Den gibt es nochmal oben drauf, for free. Auch hier wieder. Zack. Junge Frau, geht's Ihnen gut oder was? Hallo. Kann man nicht auch einfach normal mit denen reden? Senior? Senior! Alarm! Den holen wir uns. Drogen. Ich habe den hinreichenden Verdacht, dass Sie mit Drogen handeln. Drogen! Nein! Das waren keine Drogen. Das waren keine Drogen. Personalausweis, aber Dali. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Weiterfahren? Aber der ist doch auf Droge. Ihr muss doch irgendwas. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ihre Schicht ist um, Officer. Dann gehen wir jetzt aber mal abgeben. Und wenn jetzt hier nicht mal die Kasse klingelt, dann weiß ich auch nicht. So, Abfahrt. Erstmal Feierabendbierchen gönnen hier, oder was?
Bisschen Schwund ist immer, sagt man ja. Oh, eine Fotokamera. Einsatztyp. Leichter Unfall. Aha. Hier im Park, da wird doch mit Marihuana gedealt. Das ist doch wie immer. Sind Sie der Dealer? Einmal die Arme auseinander. Keine Gegenstände gefunden. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ah, das war der Falsche. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Ja! Ich kümmere mich darum. Wohin? Oh, wir haben einen Auftrag. Bidu, 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 also so langsam habe ich mir einen Streifenwagen verdient. Ich bin da ganz early, du. Wieso muss man sich als Polizist eigentlich an diese Gesetze halten? Wozu mache ich die Scheiße denn mit der Uniform? Ich dachte, ich kann hier einfach auf Rowdy machen den ganzen Tag oder was? Weißt du, und Leute tasern, so wie den. Aha! Das haben wir aber ganz genau gesehen! Vor unseren Augen! Schmeißt sie den Rabisch auf den Boden! Das gibt eine Anzeige. Sag mal, haben Sie noch alle Taschen im... Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Immer werde ich für Sachen angehalten, die ich nicht gemacht habe. Ey, willst du mich verarschen? Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Gibt eine Anzeige. Etwa $25 Bußgeld. Selber schuld. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Blöde Kuh, ey. Verkehrsunfälle. Befrage die Leute und Fahrer, um den Unfall zu ermitteln und aufzulösen. Vergiss nicht, alles gründlich zu untersuchen und Berichte auszuhändigen. Jetzt mal Real Talk. Das sieht heute auch wieder süß aus, oder? Das ist ja mega geil, das Game. Das wird ja noch richtig... Das ist ja mega geil. Johnny, was ist denn hier passiert, sag mal? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Mach mal einen Drogentest, ja? Einmal pusten, bitte. 0,000. Also, das ist ein guter Wert, muss ich sagen. Wenn man viel gesoffen hat und keinen Promille hat, muss man erstmal schaffen. Da liegt das Nummernschild, ne? So, Moment, da wird erstmal fotografiert. Zack. So, moin, Meister. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Einmal pusten, ne? Ah, 0,08. Er hat gerötete Augen. Aha, Drogentest. Marihuana. THC, Amphetamin. Machen wir ordentliche Durchsuchung hier jetzt. Ja. Mhm. Wo sind die Drogen? Salatgurke. Das habe ich mir gedacht. So, müssen wir noch ein paar Fotos schießen hier. Oh, das Ding ist ja völlig im Arsch. Ich weiß jetzt noch nicht so genau. Ihr Unfallbericht. Okay. Danke, Officer. Ja, aber der hat doch geraucht. Bestrafen. Ah, Fahrzeug durchsuchen. Das kann ich auch noch machen. Handfeuerwaffe, Geldbörse, Klappmesser. Aha. So, jetzt natürlich die Frage. Hat er einen Waffenschein? Haben Sie Waffenschein? Bitte schön, Officer. Haben Sie einen Waffenschein? Ja. Gut. Ah, er hat nämlich keine Versicherung. So, hier, Verstoß melden, Fahrer. Keine Versicherung. Strafzettel. Es gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ich muss hier nochmal reingucken. Hier finde ich doch das Marihuana. Keine Gegenstände. Der hat alles verstecken lassen, ne? Ich werde ihn jetzt aber einbuchten müssen, ne? Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer, Amphetamine und Cannabis. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Anlegen von Handschellen. Du solltest den Gefangenentransport rufen, damit diese Person festgenommen wird. Ja. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Naja, fahren wird hier keiner mehr. Die Scheiße muss hier erstmal weg. Ja, danke. Ach, diesmal ist es ein Kollege. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person im Gewahrsam zu machen. Ja, gerne. Also, das läuft doch nicht so. So läuft das doch nicht. Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Wieso Minus? Er hat sich Speed durch die Nase gejagt. Das wissen wir. Und gekifft. Marihuana. Boah, da hat's aber geknallt gerade. Räume die Unfallstelle. War das schon wieder? Es hat wirklich... Genau vor meinen Augen wieder gerumst. So, irgendwie würde ich jetzt hier trotzdem mal kurz einen Alkoholtest machen, Digga. Jo, 0,0 ist ein guter Wert. Ich sag's, wie es ist. Dann einmal Drogentest. Einmal Zunge raus, danke. Ah, THC, Amphetamin. Ach, das ist ein X. Alkohol und Drogenmissbrauch am Steuer, Amphetamine und Cannabis. Das ist ein X. Der sitzt jetzt lebenslänglich unschuldig. Wie viel hast du auf dem Kessel? 0,09. Aber nochmal Zunge raus. Ah. Bisschen Speed, bisschen Marihuana. Nee, auch nicht. Kennzeichen QFWX19 Pickup. Oha, das Auto ist abgelaufen. Das Auto ist abgelaufen. Ich sehe das doch hier mit meinem Auge. Abgelaufenes Kennzeichen. Strafzettel. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen $50 und $250 kosten. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Du hältst mal deine Schnauze, wenn du mit mir redest. Er wird wütend. Ja, das wird eh abgeschleppt, die Scheiße hier. Beifahrertür. Ach, warte mal. Man kann überall reingucken. Handfeuerwaffe. Ausweis, aber Tali. Haben Sie einen Waffenschein am Start? Nein. Haben wir sie dran am Sack hier. Wir müssen das weiter durchsuchen, das Auto. Hilft nix. Hilft nix. Wäschereinigung. Ja, was? Etwas Plastik. Ja, mein Gott. Hier.
Ihr Unfallbericht. Scheint quasi nutzlos. Aber was soll's? Okay, was soll der Hass, Bruder? Hier, Ihr Unfallbericht. Da fehlen doch so einige Informationen, aber gut. Ey, du hast eine Waffe, obwohl du keine mehr haben darfst. Kann sie nicht dafür bestrafen. Geht nicht. Naja, dann soll ich jetzt wahrscheinlich zurück auf die Wache, oder? Ey, wie weit das ist. Gebt mir doch bitte ein Auto. Hey, bin ich so weit weg von der Police? Wo bin ich denn ganz hingewackelt? Naja, wir sind einmal halb durch die City, das stimmt schon. Da sind wir doch schon wieder. Wir können nicht über die Mauer hüpfen, ne? Das ist peinlich. So, jetzt will ich aber hier die XP in meinen Rachen. Ja, Ast rein. Strafe für verlorene Verhaltenspunkte? Oh, ist ganz schön viel. Naja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!